In diesem Video bekommst du eine Strategie, wenn du den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin zurückerobern möchtest und deine Beziehung retten möchtest, ihr aber das Problem habt, dass ihr immer wieder streitet. Zusätzlich, es gibt keine 100%-Formel für eine Ex-Zurück-Strategie, die auch so 100% funktionieren wird, weil Situationen einfach unglaublich individuell sind. Ich hoffe trotzdem, dass ich dir mit dieser Strategie sehr wichtige Impulse mitgeben kann, die dir bei deinem Versuch, die Beziehung zu retten, weiterhelfen werden. Und damit fangen wir auch gleich an mit dem ersten wichtigen Schritt, den viele einfach nicht umsetzen. Der besteht darin, dass du zum Ex-Partner oder der Ex-Partnerin unbedingt die Verbindung halten musst. Also geh gerade in der Anfangszeit nach einer frischen Trennung, wenn ihr viel streitet, erst einmal nicht in eine Kontaktsperre, sondern achte darauf, dass ihr beide noch in Verbindung seid und in Verbindung bleibt. Ja? Und das ist deswegen wichtig, weil es sonst unmöglich ist, eine Entwicklung zu ermöglichen, die ihm oder ihr nochmal beweist, dass ihr eine zweite Chance verdient habt. Ist der Kontakt zu schnell abgebrochen, kann das schnell dazu führen, dass er oder sie dich vielleicht sogar vergisst oder das als ein Zeichen oder Signal wahrnimmt, dass du vollkommen desinteressiert bist. Deswegen so am Anfang erstmal die Verbindung halten und in Verbindung bleiben, im Kontakt sein. Der zweite ganz wichtige Punkt für dich jetzt im ersten Schritt ist, dass du die Ursachen für eure Streits reflektierst. Und ich bin mir sicher, dass die Trennung sehr viel mit diesen Streits zu tun hat. Also setz dich hin, gehe in dich und schaue, woran liegt das? Was sind die Gründe dafür, dass ihr beide immer wieder in Streitgespräche kommt? Grundsätzlich ist es immer das Ego in uns, das dafür sorgt, dass man sich streitet und sich streiten möchte. Und in einer Beziehung kann es schnell passieren, dass man genau dort festfährt. Und es gibt dabei verschiedene Ursachen, die wichtig sind. Eine Ursache, es ist ein Thema, das euch beschäftigt, das euch belastet, das wirklich gelöst werden will und muss und auch kann. Und ihr seid beides auch reflektierende Menschen. Die andere Ursache ist, dass es sich um eine toxische Konstellation handelt. In dem Fall ist es so, dass du quasi das, dass der Streit aufgebaut wird, dass er entsteht, aber dass es einfach keine Lösung gibt und auch der Gegenstand des Streites eigentlich unsinnig ist, weil es geht nur um Machtspiele und es geht nicht um den Gegenstand des Streites. Dazu werde ich später nochmal genauer drauf eingehen. Der andere Fall ist, dass eine bestimmte Ursache vorliegt, die immer wieder dazu verführt, dass man in einen Streit kommt. Und die Streits selbst sind eigentlich überhaupt nicht das Problem, auch nicht das Thema des Streits, sondern das, was dahinter liegt. Vielleicht bekommt der Ex-Partner, die Ex-Partner nicht genug Aufmerksamkeit, es wird nicht gut genug zugehört, das Vertrauen wurde irgendwann mal verletzt und dann schwimmt das die ganze Zeit unbewusst mit und drückt sich dann in der Kommunikation durch Streits zu allen möglichen Themen auf. Das heißt, es muss nur so ein kleiner Funke entfacht werden und der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin rastet direkt aus. Das heißt, je mehr du über die wahre Ursache eurer Streits Bescheid weißt, desto eher kannst du die Beziehung retten. So, das ist der erste Punkt, kenne die Ursache. Als nächster Schritt ist es wichtig, dass du dir aufschreibst, was sich jetzt wie und warum ändern wird und ändern kann. Sowohl von deiner Seite als gegebenenfalls auch von der Seite vom Ex-Partner oder der Ex-Partnerin. Das ist immer unterschiedlich. Das bedeutet, werde dir bewusst darüber und werde dir klar darüber, was diese Streits eben auslöst und was sie verhindern kann. Je mehr Übersicht du darüber hast, desto besser ist es am Ende auch. Und danach kommen wir jetzt zum nächsten ganz wichtigen Faktor, nämlich, dass du, wenn du dich jetzt darum gekümmert hast, erst einmal mit dem Ex-Partner und der Ex-Partnerin ein streitschlichtendes Gespräch suchen solltest. Im besten Fall ein Treffen, das initiiert wird. So, das ist der erste wichtige Schritt, der passieren muss. Also du hast jetzt die Verbindung noch gehalten, dann guckst du dir die Ursachen an. Was ist denn eigentlich das Problem, das wir haben? Die wahre Ursachen. Versuchst daran zu arbeiten und dort Veränderungen zu schaffen. Und dann initiierst du mit dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin ein direktes Treffen, bei dem ihr nochmal sprecht über alles. Streitschlichtende und streitfreie Kommunikation ist dabei an der Tagesordnung. Das heißt, es wird in der Anfangszeit noch einmal
alles ausgeschöpft und ausgelotet, um vielleicht durch ein einfaches Gespräch wieder zusammenzukommen. Weil ganz oft ist es so, dass man sich nochmal einmal zusammensetzen muss und auf einmal hat man es doch geschafft, das zu lösen und die Beziehung konnte gerettet werden. Und diese Chance solltest du auf gar keinen Fall verpassen. Initiiere dann ein Treffen und bei dem Treffen ist es wichtig, dass du all die Ursachen, all das Reflektieren über die Streits, auch die Kompromisse und die Lösung, alles, was du dir gedanklich da aufgeschrieben hast, einfach präsentierst. Wichtig ist dabei, dass du streitfrei kommunizierst. Kommuniziere immer aus dem Herzen. Wichtiger Tipp, stell dir einfach vor, dass alles, was du sagst und tust, aus deinem Herzen geht und gleichzeitig mit dem Herzen vom Ex-Partner oder Ex-Partnerin verbunden ist. Ja? Und immer wenn du kommunizierst, wenn du etwas sagst, wenn du Körpersprache hast, wenn du Gedanken hast, in der gesamten Kommunikation sprichst du über die Verbindung von dir zum Ex-Partner oder der Ex-Partnerin. Du wirst merken, dass auf diese Weise viel weniger Streits entstehen. Und das ist gerade jetzt für euch beide ganz wichtig. Zusätzlich gehst du immer den ersten Schritt und springst über deinen Schatten. Das heißt, du deeskalierst alle Streits ganz bewusst. Das ist super wichtig. Und präsentierst dann eben im gleichen Atemzug die Lösungen und das, was du dir überlegt hast und durchdacht hast und kommst dann in ein Gespräch, das von dir streitschlichtend geführt wird. Sobald du merkst, okay, der Ex-Partner, die Ex-Partnerin würde sich gerade wieder aufregen oder hier, das hätte ich nicht sagen sollen, fährst du immer wieder runter, springst über dein Ego und gehst in die Herzkommunikation zwischen euch beiden. Wenn die Beziehung bei euch nicht toxisch ist, wird es so sein, dass der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin genau diesem Ideal, das du gerade präsentierst, folgen wirst und ihr beide könnt im besten Fall in eine streitfreie Kommunikation kommen. Toxisch ist deswegen die Ausnahme, weil es in toxischen Beziehungen nie um den Gegenstand des Streites, sondern meistens um Machtkämpfe geht. Da verhält es sich wieder ganz anders. Das werde ich aber gegen Ende des Videos nochmal genauer erklären. Das heißt, im nächsten Schritt eben sollte ein streitfreies Gespräch gesucht werden. Im weiteren Verlauf ist es jetzt wichtig, dass du im gesamten Kontakt immer darauf achtest, ob ihr nun schreibt, ob ihr telefoniert, ob ihr euch trefft, die ganze Zeit darauf achtet, dass die Kommunikation weiterhin immer streitfrei gehalten wird. Und du solltest dabei immer den ersten Schritt machen und deeskalieren, reflektieren und sozusagen damit den Beweis erbringen an den Ex-Partner, die Ex-Partnerin und an euch beide, dass ihr auch streitfrei kommunizieren könnt. Streitfreie Kommunikation ist in diesem Fall die wichtigste Voraussetzung dafür, dass diese Rückeroberungsstrategie funktionieren kann. Und das schaffst du, hier gilt das Allerwichtigste, das schaffst du immer, indem du die gesamte Trennungsverarbeitung, all der Schmerz, der immer wieder zum Streit führt, nicht mehr über das Ego verarbeitest. Und das Ego will noch mehr streiten, stärker sein und sich rächen und ist wütend und ist böse und will Recht haben, sondern über das Herz verarbeitest. Das Herz sagt dann, okay, geht in die Dankbarkeit, geht in die Harmonie, es geht in die Vergebung. Das ist bei euch beiden ganz, ganz wichtig. Sei du der Erste, der vergibt der anderen Person und sich selbst. Und dann wirst du auch merken, dass dein Gegenüber folgt und eben auf diese Weise die Situation verarbeitet. Also du musst viel mit dem Herzen arbeiten und mit dem Herzen auch inspirieren, um den Ex-Partner, die Ex-Partnerin eben wieder auf deine Seite zu ziehen. Das heißt, die Weiterentwicklung, die jetzt passiert nach diesem ersten Treffen, das erste Treffen hat halt die Aufgabe, erst einmal wieder zu harmonisieren und eine komplett neue Schiene zu legen, der ihr entlangfahren könnt, wird alles, was in eurer Kommunikation, in eurem Kontakt passiert, ob das nur beim Chatten ist, ob das beim Schreiben ist, ob das beim Treffen ist, ob das beim Telefonieren ist, immer mit einer streitschlichtenden Kommunikation aus dem Herzen sozusagen vorangetrieben. Das ist sozusagen der Motor, der jetzt alles lenken wird. Und im Laufe der Zeit wird sich das dann setzen und erbringt sozusagen durch die Existenz selbst, dass ihr das könnt, ohne Streit zu koexistieren, den Beweis, dass die Tür für eine erneute Beziehung zwischen euch tatsächlich wieder geöffnet werden kann. Der nächste Schritt, der jetzt ganz wichtig ist, ist, dass du dich parallel zu diesem Prozess weiterentwickelst. Weiterentwicklung heißt, geh in die Veränderung. So wie früher kann es nicht mehr funktionieren, es müssen sich Dinge verändern. Dinge, die du an dir verändern möchtest und Dinge, die du nicht für den Ex-Partner, die Ex-Partnerin veränderst, sondern nur für dich. Denn sobald du in einem Mangelbewusstsein für Veränderung bist,
machst du es dir am Ende nur noch schwerer. Denn genau das ist für den Ex-Partner, die Ex-Partnerin eher unanziehend. Ja, du möchtest dir Anziehung aufbauen, wieder interessanter werden und dafür sorgen, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin sich immer mehr zu dir hingezogen fühlt. Und dafür ist es wichtig, dass Dinge verändert werden in deinem Leben. Dass du dir die Trennungsgründe anschaust. Warum ist die Beziehung eigentlich auseinandergegangen? Und dann schaust, was von diesen Trennungsgründen kannst du bei dir mitnehmen und ist auch für dich und deine persönliche Entwicklung wichtig und hilft dir in deinem Leben weiter. Könntest du deine Angst zur Einsamkeit überwinden oder du fühlst dich nur gut oder geliebt, wenn du einen Menschen um dich herum hast, der dich liebt, weil du zu wenig Selbstliebe gibst. Oder du hast Angst, nicht geliebt zu werden, weil du dich selbst nicht genug liebst. Und das spiegelt dir der Ex-Partner, die Ex-Partnerin die ganze Zeit und hat auch die Beziehung gespiegelt und auch gestört. Das sind alles Trennungsgründe. Und von denen kannst du dich unbedingt befreien, aber niemals irgendetwas tun für den Ex-Partner und die Ex-Partnerin, denn das ist immer aus einem Mangelbewusstsein heraus und das macht dich extrem unattraktiv. Das heißt, wenn du dich weiterentwickelst, achte auf diese Sachen. Werde die beste Version von dir. Je attraktiver du bist, je mehr du Selbstbewusstsein ausstrahlst, je mehr du in der Selbstliebe bist, je mehr du ein Leben lebst, das du liebst und das dich erfüllt, je weniger du den Ex-Partner und die Ex-Partnerin brauchst, um dich mit dir selbst geliebt zu fühlen, desto mehr Anziehung wirst du aufbauen. Und genau darauf konzentrierst du dich parallel zu allem anderen, was ich dir bisher mitgegeben habe. Und wenn du das tust, hast du sehr hohe Chancen, dass eure Treffen immer intensiver werden, dass ihr euch immer öfter seht, dass der Ex-Partner, die Ex-Partner die Veränderung mitbekommt, dass ihr immer mehr in Harmonie geht und raus aus diesem Streitverhalten und auf diese Weise immer mehr zusammenfindet, weil all das ein gewaltiger Beweis dafür ist, dass ihr eigentlich in einer Beziehung sein solltet, weil die gemeinsame Zeit, das ist der wichtigste Indikator dafür, beweist das. Wenn du das alles umsetzt und du stellst fest, du kommst trotzdem nicht vorwärts, ihr streitet trotzdem immer wieder und irgendwo hakt es oder deine Situation ist so individuell, dass das kaum möglich ist, dann ist es wichtig, aber auch wirklich erst dann, dass du mit einer Kontaktsperre arbeitest. Das heißt, du setzt bewusst eine Kontaktsperre auf. Du sagst gleichzeitig dem Ex-Partner, Ex-Partner, dass du erstmal Abstand brauchst und nutzt diese Zeit, um dich weiterzuentwickeln und nutzt auch die Kraft der Kontaktsperre, damit der Ex-Partner, die Ex-Partnerin dich im besten Fall wieder anfangen kann zu vermissen. Dabei ist aber zu sagen, dass eine Kontaktsperre immer bedeutet, dass ihr eine längere Zeit auseinander seid und der Ex-Partner, die Ex-Partnerin ist dadurch deinen Impulsen nicht ausgesetzt. Und meistens ist es schwierig, eben nach der Kontaktsperre wieder diesen Kontakt aufzubauen. Es kann aber auch ein gutes Tool sein, damit er oder sie auf einmal sich bewusst wird, wie es ist ohne dich. Und gerade wenn all das vorher nicht funktioniert hat, ist die Kontaktsperre dann tatsächlich das letzte Mittel zum Zweck, das du einsetzen solltest. Diese baust du dann auf und wenn diese vorbei ist, erst dann gehst du wieder in Kontakt nach einer intensiven Weiterentwicklung und Veränderung und mit der Hoffnung, dass der Ex-Partner und die Ex-Partnerin dich in dieser Zeit vermisst hat. Und das gibt dann eben nochmal eine höhere Chance darauf, dass ihr dann wieder zueinander finden könnt und eben weitermacht, indem die Kommunikation weiter aufgebaut wird. So, wichtig ist dabei, und das sind jetzt ganz entscheidende Regeln, sich der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin dir gegenüber toxisch verhält, dann solltest du von Anfang an in eine Kontaktsperre gehen und versuchen rauszugehen. Dann gibt es nur eine grundlegende goldene Regel für dich. Der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin kann nur dann mit dir in Kontakt kommen, wenn dieses toxische Verhalten abgelegt wird. Das ist für dich und deine Gesundheit ganz wichtig, denn vertrau mir, es wird sich sonst nicht bessern, sondern nur noch schlimmer werden. Toxisch heißt, ihr streitet euch, aber du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass du auf eine Mauer einredest. Es geht nicht um den Gegenstand der Diskussion. Es geht nur um eins, reine Machtspiele. Er oder sie möchte um jeden Preis einfach nur Recht haben und alles andere ist ihm oder ihr vollkommen egal. Selbst wenn die Argumente komplett daneben liegen, es spielt keine Rolle. Wenn du das feststellst, weil du vielleicht mit einem Narzissten oder einer Narzisstin oder einem Borderliner oder Ähnliches in einer Beziehung bist, dann ist es für dich wichtig, da rauszugehen, Abstand zu suchen, diese Muster, die dich da drinnen halten, zu heilen und dann nur einen Zugang zuzulassen, wenn sich der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin wirklich verändert und diese ganzen Machtspielchen ein Ende haben.
Zudem ist es ganz wichtig, unabhängig davon, dass immer, wenn Streits zwischen euch beiden entstehen, du erst einmal abwarten solltest. Also du gehst aus der Streitsituation raus, dann wartest du erstmal ab und im besten Fall kommt der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin und macht erstmal einen Schritt auf dich zu. Und aus diesem Verhalten heraus gehst du dann wieder in den Kontakt. Schlecht ist, ihr streitet euch, der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin, ihr geht beide aus dem Streit und dann rennst du dem Ex-Partner und der Ex-Partner hinterher und entschuldigst dich, es tut mir leid. Obwohl du vielleicht gar keine Schuld hast, so, sondern lieber immer erstmal warten, bis der andere einen Schritt auf dich zu macht und dann in den Kontakt geht, das ist besser. Natürlich nicht allzu lange warten, vielleicht 3 Tage, vielleicht 1 Woche, aber jetzt nicht irgendwie 2 Wochen oder sowas. Und dann kannst du aktiv werden, aber die Anfangszeit ein bisschen warten, dann kannst du noch mehr Anziehung erzeugen. Zudem ist es ganz wichtig, wenn du jetzt einen Streit ausgelöst hast und im Nachhinein merkst, du hattest nicht recht und du hast dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin Unrecht getan durch dein Verhalten, dann ist es ganz wichtig, dass du jetzt aktiv einen Schritt auf ihn oder sie zumachst, dich auch wirklich entschuldigst und auf diese Weise eben wieder in die Verbindung gehst. In dem Fall solltest du nicht machen, was ich dir vorher gesagt habe. So, das sind eigentlich die wichtigsten Regeln, wenn du es auf diese Weise probieren möchtest. In diesem Sinne sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video. Tschüss.